Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Ja, wir werden uns heute mal in die Tiefen von Tomcraft stürzen und so viel erforschen, wie wir können. Denn wir müssen ein bisschen weiterkommen. Nein, denn ich möchte ja ein bisschen weiterkommen tatsächlich mit Tomcraft und nicht ewig auf dem gleichen Stand bleiben. Mal wieder müssen wir erstmal auf den Server joinen. What the heck? Und dafür gehen wir jetzt erstmal schlafen. Alter. Ich habe Wetter auf 4%. Ich sag dazu mal nichts, ne? Dass das so laut war, das ist gerade richtig heftig. Aber egal. Was wollte ich jetzt genau machen? Genau, Tomcraft. Erstmal einmal F7 drücken. Das ist ein... Achso, das ist Bubbles-Zeug. Okay, genau. Für Olli hatten wir ja hier, ne? Ja. Und da hatten wir in der letzten Folge... Bisschen Abstand, weil man weiß ja nie. Weil wie gesagt, wir hatten ja einmal hier einen Zombie. Schau ich mal, ob hier alles safe ist. Scheint aber tatsächlich so zu sein. Hier unten. Auch alles gut. Gut. Huiuiuiui. Aber in der Zeit, wo wir gleich erforschen, möchte ich hier tatsächlich die Höhle geschlossen haben. Weil wenn jetzt doch hier irgendwo was spawnt, möchte ich nicht von hinten getötet werden tatsächlich. Weil das wäre ein bisschen lame, muss ich sagen. Wenn ich einfach so von hinten weggerackt werde. Dementsprechend stellen wir uns einfach mal hier hin. Und erforschen jetzt. Wie gesagt, ich mache den Anfang mal mit dem Research Helper, weil ich würde hier jetzt sonst Ewigkeiten beisitzen. Also, wir haben einmal... Na, wie heißt das denn nochmal? Ordo. Ordo. Zack. Und müssen zu... Wie hieß das? Gehirn? Da. Cognito. So. Dann brauchen wir mindestens 1, 2, 3 Steps. Find Connection. Potentia und Ignis. Fischi? Wo haben wir denn den Fisch? Moment. Haben wir die doch da? Ich wollte schon sagen. Fischgräte? Dann Ignis? Ah, okay. Dann müssen wir nochmal ein bisschen tricksen. Und zwar so. Und dann zum Beispiel, wenn es das gibt, von Ignis zu Sensus mit 2 Schritten. Cognito und Spiritus. Also Hirn und Gespenst. Nee, doch, Spiritus. Zack! Und schon erforscht. Das können wir jetzt einmal erforschen. Ta-da-da! Ist es jetzt das schon, was ich... Genau, jetzt sieht man hier nämlich schon, oh, das Alias besteht zum Beispiel aus den anderen beiden Dingern, ne? Ich kann ja einfach mal probieren, was so zu erforschen. Ach ja, ich brauche ja erstmal noch den Scribble-Tool wieder. Und mein Papier. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und das können wir auch mal erforschen, ja. Aber erstmal müssen wir hier... Wieso ist das hier so ein bisschen abgedingst? Seht ihr das? Das ist hier so ein bisschen abgeschnitten. Hm, egal. So und so.
Ach, kenne ich den noch gar nicht? Doch, kenne ich schon, sonst würde ich es ja nicht sehen, ne? Also, wir haben hier das Gehirn. Gehirn besteht aus Feuer und Geist. Und das andere ist dieses hier. Das ist ein Ding, was von Anfang an sozusagen da ist, okay? Dann sieht man hier zum Beispiel, da ist Dings drin. Das hier. Deswegen kann man das miteinander verbinden. Na? Dann gucke ich jetzt mal. Dann kann man zum Beispiel Feuer damit verbinden. Und dann Feuer kann man mit. Habe ich hier irgendwo Geist? Zum Beispiel das. Na? Grabstein und Leben. Grabstein. Ja, das ist jetzt gerade der Management, weil das wird tatsächlich echt ein bisschen schwer, weil so muss man das halt machen. Ne? Man muss gucken, wo das hier drin ist, dann woraus das hier besteht und immer so weiter. Und das ist an sich ziemlich kompliziert, finde ich. Und weil das, wenn ich das zum Beispiel jetzt schneiden könnte, würde ich das tatsächlich auch so machen. Aber ich habe ja so einen tollen Research Helper. Da kann ich auch tatsächlich gucken. Da gibt es tatsächlich keinen einfachen Weg, oder was? Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Aber dann müssen wir das halt so machen wieder. Ich wollte eigentlich mir das sparen. Aber egal. Das müsste Instrumentum sein, oder? Nee, das ist das Falsche. Das ist Hammerchen, der kleine Hammer. Bam, bam, bam. Wenn ich das öfters gemacht habe, weiß ich auch ungefähr, wo die Teile sind. Hier. Fabrico. Ach so, Fabrico. Natürlich Fabrico. Zwei, bitte. Ach so, Potentia und Instrumentum. Fisch. Muss dazwischen. Fisch. Hä? Wo habe ich jetzt einen Fehler?
Also Leute, ich habe keine Ahnung, was da jetzt falsch gelaufen ist, aber es funktioniert nicht. Hä? Und ich habe mir das halt auch nicht vorher getestet, weil ich mir dachte, komm, das wird schon klappen. Weil der Research-Helper ist halt der Research-Helper. Und dann stimmt das nicht mal, Alter. Also da drehe ich jetzt gerade echt ein bisschen am Rad. Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ich meine, was für ein Witz ist das denn? Dass man sich sagt, komm, wir haben hier den Research-Helper, da kann man sich das alles angucken. Der sagt euch, wie es geht. Was ist denn jetzt passiert? Und dann klappt das nicht mal. Oh Gott. Ich habe da echt keine Worte für, Leute. Keine Worte für. Wir versuchen es jetzt einfach mal hier. Vakus. Den einen Versuch gebe ich jetzt noch. Vakus. Dann. Famous. Dann. Lucrum. Und. Humanus. So. Dann mit der Eule. Eule ist. Sensus. 1, 2, 3, 4 mindestens. Oh, verdammt, woraus besteht ein Auram? Zauberstab und er. Zauberstab. Ah, okay, da haben wir jetzt tatsächlich was Neues gefunden. Und zwar Auram, ne? Ja. Auram. Er. Dann Volatis. Und er. Dann von Sensus zu Ordo. Mindestens 3. Das ist dann Spiritus. Wo ist denn Victus? Das habe ich noch gar nicht. Victus und Ordo. Oh. Victus. Und Ordo. Und das gibt's nicht, oder was? Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst, aber das hat funktioniert. Frag mich nicht, warum das andere nicht funktioniert hat, Leute. Ich gucke nochmal nach, was da jetzt genau los war, warum zum Henker das hier nicht gehen wollte, weil das hier hätte eigentlich... Müsste das gehen, soweit ich weiß. Aber es geht nicht. Ich werde mal ein bisschen Singleplayer ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, was da jetzt los war. Ich werde das jetzt wahrscheinlich mega zusammengecuttet haben. Das wird keine 20-Minuten-Folge sein. Einfach... Weil da ist gerade, also nicht gecuttet, aber ich habe da jetzt eine riesen Zeitschleife reingehauen, weil das muss man sich echt nicht geben. Es tut mir leid, dass die Folge jetzt nur so kurz ist. Kann ja noch trotzdem nur 20 Minuten aufnehmen, ist halt so, Leute. Ich hoffe, ich habe dann beim nächsten Mal den Fehler gefunden, warum zum Henker das jetzt nicht funktioniert hat. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, hoffentlich, mit ein bisschen Fortschritt. Bis dann, ciao!